Die Spione des Kaisers hatten die Wahrheit gesagt. Ciri war in Novigrad eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss, sich an Triss Merigold zu wenden. Ja, und damit auch wieder recht herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Mein Name ist Sinui. Gestern das Video musste ich, ja, nachkommentieren. Aber dafür geht's jetzt wieder obszön weiter. Nee, unter Wasser kannst du seltene Kräuter und Gegenstände finden. Oder Truhen. So. Da, das lädt immer so lange. Ich wollte gerne das Video vorher noch mit rein haben. Wo es halt doch ein cooler Anfang ist. Boah. Nimm den Trank weißer Honig zu dir, um alle Trankwirkungen zu beenden und deine Vergiftungsstufe zu verringern. Ja, wir starten jetzt auch mit Patch 1.05. Da hatte ich aber jetzt, glaube ich, schon einen kleinen Bug gefunden, weil das Intro-Video hat, wie soll ich sagen, so geflackert, so. Das war so ein bisschen schade. So, ich bin schon in Novigrad. Hier, das Video hat es aber auch schon vor langem schon ausgelöst. Aber wir wollten gerne noch zurück zu. Nach. Oh. Krenfels, unser Geld abholen. In der letzten Folge haben wir ja reden, Leute. So, wir wollen nach Krenfels. Hä? Ah, ja. Krenfels, hier steht um Plötze. Interessant. Ich möchte eigentlich gar nicht hier hin. Nicht zu Plötze. Oh, hä? Das Spiel mich glaube ich gerade verarschen. Ah, danke. Wir haben ja das. Wir waren ja mit dem Büro im Buckelsumpf gewesen. Und haben dort, wie soll ich sagen, nicht direkt gegen die Mumen gekämpft. Die Mumen vom Buckelsumpf. Und haben halt da seine Frau versucht, Anna wieder rauszuholen. Okay, das ging schon mal schneller. So, und jetzt kriegen wir ja noch von denen, ja, unser gefordertes Gut. Was ich jetzt gar nicht mehr weiß, was das genau war. Hier, irgendwas muss man noch machen. Krenfels ist wieder schön, wie eh und je. Oh, ich würde sagen, die Straße sieht jetzt ein bisschen besser aus. Ach, kann mich nur täuschen. Schon eine Weile nicht mehr Witcher 3 gespielt. Kren, Junge. Der Junge spielt. So, na gut, wir geben mal ein bisschen Gas. Mal gucken, was der Baron noch für uns hat. Ich wollte eigentlich mal sagen, ich denke mal, der Baron wird sich vielleicht umbringen. Weil ich denke mal, er hat ja nichts mehr auf der Welt. Seine Frau ist tot, seine Tochter will nichts mehr von ihm wissen. So viel zum Leben hat er ja nicht mehr. Ach, du Dolle. Ich glaube, er hat gehangen. Was ist passiert zur Hölle? Er hat sich aufgehängt. Das ist doch offensichtlich. Was interessiert mich mehr? Habt ihr ihm geholfen oder war er betrunken? Ich glaube, das ist alleine oder wart ihr ihm behilflich? Wofür zum Teufel hältst du mich? Für einen Mörder? Er war, was er war. Ein Bastard. Aber ich habe ihn respektiert. Muss ich zwischen einem großen und einem kleinen Übel wählen? Wähle ich lieber gar nicht. Normalerweise steht aber zu viel auf dem Spiel. Manchmal ist es geringfügig besser, das größere Übel zu wählen. Als ich die Waisen im Sumpf rettete, konnte ich nicht ahnen, dass Anna sterben würde. Nie hätte ich gedacht, dass der Baron sie zurücklässt, sich einen Strick sucht und sich aufhängt. Meistens trifft man eine Wahl
und blickt dann nie mehr zurück. Ah, okay. Er hat alles verloren, was ihm wichtig war. Kein Wunder, dass ihm das den Lebenswillen geraubt hat. Ihr seht aber nicht sehr betroffen aus, du und deine Männer. Wäre es dir lieber, wenn wir hier heulend rumhocken? Der Baron war ein guter Soldat. Aber es hat ihn weich gemacht, sich in Krähenfels niederzulassen. Wir ziehen jetzt andere Seiten auf. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Ah, hätte ich das Geld trotzdem nicht gekriegt? Quest aktualisiert. Rückkehr in den Buggesumpf. Quest abgeschlossen. Oh. Stoffpuppe. Ach, die Puppe von seiner Tochter Tamara. Mensch, Baron. Kann ich die nicht nur irgendwie runterholen? Kann ich nicht einfach irgendwie looten? So, lass uns mal hier reingehen. Vielleicht gibt es hier auch noch was. Okay. Ich kann nicht durch die Tür. Wie sieht's mit der Tür hier hinten aus? Und da möchte ich nochmal kurz... Oh. Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Nö. Aber danke, dass du fragst. Einen guten Fick. Okay, das habe ich jetzt nicht gehört. Ich wollte mal kurz gucken, ob der vielleicht noch irgendwie bei sich was in seinem Zimmer hatte. Und ich frage eigentlich gerade, wer wird hier der Nachfolger? Reden. Bauer, nö. Oh. Ach nee, doch nicht. Oder? Ich habe gedacht, der hat hier vielleicht noch ein bisschen gewütet. Aber viele scheint er hier nicht gehabt zu haben. Was von uns von Interesse wäre. Oh, hier liegt was. Nilfgaardische Forderung. Was ist das? Philipp Strenger. Deine Nachschubprobleme scheren uns nicht. Der Pakt zwischen uns ist eindeutig. Das Kaiserreich Nilfgaard besteht darauf, dass du ihn einhältst. Tust du das nicht, sind unsere gegenseitigen Verpflichtungen null und nichtig. Und deine Privilegien werden widerrufen. Mein Crew ist hart von... Okay. Aha. Oh. Halt. Bei mir ist hier gerade was passiert. So. Gut. Schlüssel zu einem Schatz, Käfigschlüssel, Banditenschlüssel. Das sind aber alles die wir schon mal gefunden hatten. Was ist das hier eigentlich? Talisman, magischer Gegenstand. Ha? Na gut. Ich hätte echt gedacht, dass hier noch irgendwie was irgendwie rumliegt, dass er irgendwie noch ein Schwert für mich hat. Aber ich glaube... Da sieht es, glaube ich, hier etwas schlecht aus. Ich eigentlich hier in dem Zimmer war ich auch schon mal drin. Ne, halt in dem Zimmer war ich da noch nicht drin. Hier ist was. Hier ist sowas. Goldring, Perlen, Tintenfass, okay. Oh, das Zeug ist gar richtig was wert. Rostiger Schlüssel und Weihrauch. Halt, das haben wir hier. Goldring, oh. Die scheint gutes Zeug hier zu haben. Brief an Tamara. Dann nicht die Weltkarte, hier muss ich drehen. Brief an Tamara. Wir sind eher wie eine Familie, wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochen könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns, nur die Zukunft und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbheit, gegen Perversionen und verabscheuungswürdigen Praktiken aller Art. Okay, ich denke mal, das ist ein Brief, der zurückgekommen ist von den Feuer hier, bla bla Kunden. Das mächtige Feuer oder irgend sowas. Aber so ist
Zimmer nicht schlecht. Naschwerk. Ist hier noch was drin? Oh, was haben wir denn hier? Okay, ah, hier war eine Puppe gewesen. War Licht aus. Okay, hier haben wir nichts mehr. Ich denke mal, hier werde ich noch alles schön durchlooten jetzt. Oder durchkämmen. Gottes. Ah, hier waren wir noch schon mal drin. Na gut, da wird das nicht mehr zu sagen. Ich denke mal, hier haben wir schon alles. Ach so, und das ist das Zimmer von dem Baron und seiner Frau. Und hier hat es wohl angeblich diesen Kampf gegeben, aber eine Blutspur im Bett sehe ich zum Beispiel jetzt auch nicht. Aber ist egal. Hier ist noch Leinen. Leinen los, meine Damen und Herren. So, und hier im Keller, mal ganz runter. Hier steht ja noch die Wache. Mal sehen, was hier unten ist. Hol den Sonderling raus. Okay. Ach, stimmt ja, den Sonderling hat es ja auch noch gegeben. Wer ist er eigentlich? Was steht der hier so rum? Das ist ein Bauer. Zwergschnaps, Zwergschnaps. Okay. Verschlossene Schlüssel benötigt. Hier ist noch mehr. Warte mal. Ey. Okay, wie sieht's denn hier aus? Okay. Besoffen? Gerade so gedacht. Wo ist der? Ach, der ist bei uns pennt. Da werden wir mal hier alles leer. Ist es wichtig, woher das Essen stammt, solange die Schüssel voll ist? Nicht meine Schuld, dass er unter den Birken begraben liegt. Hä? Warum musste er auch den Helden spielen? Oh, aufgeschlossen. Du suchst Ärger. Lass es bleiben. Er kommt schon von allein. Okay. Was geht hier ab? Hm. Oh. Ein Gebet. Ach, ich will immer da reingehen hier. Ein Gebet. Ewiges Feuer, dass du unser Herzen erleuchtest und uns Licht schenkst. Gib uns deine Wärme, trockne unsere Tränen, verbrenne unsere Feinde. Gewähre deinen Freunden deinen Schutz, gib mir Mutter Gesundheit, bestrafe meinen Vater, hilf mir mein Schicksal zu erfüllen. Was für ein Schicksal? Okay. Ist es wichtig, woher das Essen stammt, solange die Schüssel voll ist? Nicht meine Schuld, dass er unter den Birken begraben liegt. Warum muss der? Oh. Nee, ich hab nichts getan. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Nee. Ich bin noch viel schlimmer wie die. Ich hätte mal gerne gewusst, wo dieser kleine Fratz ist. Was geht's hier hin? Ja, hier geht's noch weiter, oder? Nee. Hier kommen wir nicht rein. Hier war abgeschlossen. Okay. Gut. Hey. Ich klaue euch einfach mal alles. Schade, dass wir den komischen kleinen Kauz nicht gefunden haben. Ich dachte, der spielt noch irgendwie eine Rolle. Aber anscheinend. Was ist eigentlich hier drin? Oh Gott. Beängstigend. Ich gehe mal raus. Dann gehen wir mal hier rein. Hier waren wir ja auch schon mal drin.
Oh. Da war gutes Zeug mit drin. Tötest du die Monster? Alle? Kann ich mit dir nochmal reden? Ah! Geralt! Ah. Oh. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ja. Gut, das kennen wir schon alles. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Hey. Draht hast du noch hier. Was ist das? Nochmal Draht. Hier ist eine grüne Wand. Sieht aus wie Schimmel. Lecker. Hier sieht sowieso lecker aus. In einer mittelalterlichen Welt wird das bestimmt schön. So, hier ist bestimmt auch nochmal das andere Zimmer von Ciri, wo sie vorher drin war. Okay. Dann, das hier ist ja auch eine Tür. Abgeschlossen. Ah, dahinter geht's auch nicht weiter. Na gut. Oh. Die Jungs sagen im Bergwerbsen Mädel, dass dich für ein paar Essensreste ranlässt. Und zwar keine zahnlose Alte, die soll jung und zart sein, mit einem Zopf bis zum Arsch. Sicher. Schneidet ihn bitte los. Verdammten. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Na, kommt doch! Okay, die wollen mich angreifen. Nö. Was ist eigentlich hier oben da drin? Können wir mal alles hier durchsuchen? Geschlossen. Lauf da nicht immer so schnell. Öffnen. Nein. Hier ist eine Kiste. Aha. Meister Rüstungsreparaturset. Na, was Fatales er findet. Wo geht's hier hin? Oh, hier ist noch mehr. Oh. What's going on? Armbrust. Manuskript verbesserte Waldkunst, okay. Tabakpfeife. Stumpfes Beil. Warum sieht das so aus? Ist hier noch irgendwo hin? Halt, wollt ihr noch was? Tatsache. Novigrad Langschwert, magischer Gegenstand. Ach, das ist nichts mehr wert. Was soll ich mit der Armbrust? Das ist genau die gleiche, die ich jetzt schon habe. Aber dafür haben wir hier schöne Sachen gefunden. Das hier. Rüstungsdurchbohrung, aha. Nee, lass ich mal, ne? Stell dich nicht so an. Oh, sind wir aber schön hoch. Da drüben waren wir auch schon mal drin. Ja, da waren wir schon mal drin. Oh Gott. Wo geht's hier nochmal hin, wollte ich gerade fragen. Nein, 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 nein. Erstmal machen wir den Sack hier noch leer. So. Also ist eigentlich nicht mehr so schlecht. Man muss sich halt immer nur genug umgucken. Da findet man schon schöne Sachen, wie hier zum Beispiel. Zwergenschnaps. Brauche ich zwar eigentlich nicht unbedingt. Aber verkaufe ich halt und da ist wieder gut. Zum Beispiel hier gleich bei dem Händler.
Willst du einen Blick auf unsere... Na klar. Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Zum Beispiel... Ich glaube sogar, dass die Perlen... Okay, es sind zwei... Ah, verkaufen wir gleich hier. Halt hier. Zurück, genau. Und zwar der Zwergenschnaps. Hä? Oh ja. Was haben wir denn hier drüben eigentlich? Aha. Die werden wir uns doch gleich mal kaufen. Was sind mit den Handschuhe? Die sind auch noch gut. Die nehmen wir auch mit. Sehr schön. Schwefel. Nilfgaardische Scheuklappen. Nee, Nilfgaardischer Sattel. Satteltasche, okay. Ich verstehe aber nicht. Ach, hier ist der Zwergschnaps. Können wir gleich loswerden, den Dreck. Hier haben wir einen Ring. Verkaufen, 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 verkaufen. Weg, weg, weg. Sehr gut. Auf Wiedersehen. So. Ziehen wir es mal nach um. Das sieht doch schon viel, viel besser aus. Sehr gut. Ja, einmal frei. Sieht doch viel, viel leichter aus, als wie das andere. Das sah ich kann nicht helfen. Indem du mir... Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Mein Zeug abkaufst. Und zwar das. 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 Jo, das auch. Und das noch. Und dann Dankeschön. Halt. Hast du vielleicht auch noch irgendwas Neues für mich? Zum Beispiel, was ist das hier? Ein Pergament. Quellenklümpfe, okay, kennen wir schon. Ich glaube, das ist alles unser altes Zeug, was wir hier verkauft hatten. Ah, halt. Ich würde mir gerne dein Angebot. Ich möchte mir doch gerne noch mein Zeug gleich reparieren. Ja. 42. Leb wohl. Ja, und damit möchte ich auch leb wohl sagen. Auf nächste oder beim nächsten. Wir haben uns nur zum... Haben wir noch Nebenquests offen? Von Milch und Finsternis? Ah, das werden wir noch das nächste Mal. Von Milch und Finsternis. 2300 Meter, what the fuck. Na gut, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst euch gut gehen, haut rein. Tschüss.